Leute, erste Runde des Tages. Ich bin mal gespannt, was wir heute hier so hinbekommen. Jan ist schon am Stissen, mal gucken, wann die nächsten Leute mit reinkommen. Jojo ist leider am Handy, okay. Jo, alles gut, Jojo, kein Stress. Kannst du mir aber sagen, Jojo, wie ich quasi in einem Stream, wie ich was clip, also was halt, weil wenn ich auf Clip gehe, kann ich nur die letzten 90 Sekunden oder so clippen quasi. Weißt du, wie ich das, also wie ich jetzt den Anfang vom Stream clippen kann, wenn es schon länger her ist? Kannst du mir das erklären kurz? Dann konnte ich selber kurz den Clip reinbashen. Reinbashen vor allem, Alter. Dein Channel gehen, dann Videos. Aber wirklich auf Videos, wenn ich auf meinen Channel gehe. Bei mir läuft direkt der Livestream, wenn ich auf meinen Channel gehe. Ich weiß nicht, wie ich von meinem Channel vom Livestream wegkomme, quasi auf Videos komme. In the service of Immer sogar Scepter Tinker mit, vielleicht Glitter. bekomme ich ein paar Mechs zusammen. Hätte ich Bock drauf. Lol, dieser Doppelsound einfach. Worldmeister Ginter, nur kurz ein PC, um den Prime zu verlängern. Bitte mach weiter so. Ehre geht raus. Vielen, vielen Dank für den fünften Monat. Und vielleicht hast du ja später nochmal Zeit. Also erstmal Pingolo auf den Chat für den guten Weltmeister Ginter natürlich. Danke für den fünften Monat und ich mache auf jeden Fall weiter so. Und vielleicht hast du später nochmal Zeit reinzukommen, würde mich freuen, wenn du später nochmal die Zeit findest. Aber viel Erfolg noch bei dem, was du gerade machst. Auf deinen Namen klicken nochmal. True. Guter Call. Das ist smart. Okay, Leute, ich muss kurz nebenher nochmal einen Clip machen nebenbei. Ich gehe jetzt wieder ans Handy und schau dir weiter zu. Ach so, lol. Ach so, okay. Hey, kannst du nicht vom. Ach, hast du am Handy keinen. Hä? Vom Handy kannst du auch dein Prime verlängern. Okay, verstehe ich nicht. Kann ich mir alles kaufen, das ist ganz gut. Okay, Leute, ich versuche mal kurz das zu klippen an der richtigen Stelle. Und jetzt wollte ich natürlich, ne? Ich muss kurz nebenher, Leute, ne? Tut mir leid für die Zuschauer. Drei Leute. Und danke für die kurze Unterbrechung. Okay, dann haben wir den Clip rein. Ah, das wird schon. I bring an Das habe ich end to gleich fertig, magic. Boys. Ich hab's gleich fertig. Bleep, bloop, I Oh am a je, jetzt geht's robot. aber ab. Jojo, auch dir danke für den 5. Monat. Nochmal geht Ehre raus. Vielen, vielen Dank. Nochmal Pingolo in Chat für den guten Jojo. Danke für den My Support. quiver and bow are ready. Habe ich auch gerade. Was hast du auch gerade? Ach, hast du geklickt gerade auch noch oder wie? Also Ehre, also, ach so, du, ach nee, du meinst mit Dings, mit Prime. Ehre geht raus. Vielen Dank für den 5. Ne? Vielen, vielen Dank. Out of sight. Mal lieber die Hunter rein, weil die sich gegenseitig boosten, wenigstens mit der Ench. Wir lassen es mal noch ganz kurz so. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das spielen will später. Nehmen wir Orakel mit. Hallo Carlo, moin moin. Am Handy mit Prime. Hat bei mir nicht angezeigt, deswegen habe ich halt kurz mein PC angemacht. Jo, alles gut. Also, Prime ist Prime. Ich beschwere mich nicht, ob man das am Handy und PC macht. Gehen. Ich muss es kurz noch nehmen. Wie gesagt, ich muss kurz einen Clip machen, Leute. Tut mir leid, ne? Ich habe und wir hatten noch. Und wenn wir hier auf Produkte gehen, Leute, direkt auf die Website hier, indem wir die Szene wechseln. Ich bin auf der Website von Zusammenschön. Da stimme ich dann dementsprechend zusammen. Ja. Und ja, damit möchte ich mich eigentlich nochmal bedanken. Einfach direkt auf die Website. Okay, das ist ein guter Clip, das passt. Leute, bin ich in meinem Kopf vollkommen für euch da. Out of sight. Out of sight. Oh, da ist eine Milana. My arrow pierces the wind. Nehme ich über ein Ex rein. Also moin moin an Carlo auf jeden Fall auch nochmal gerade von mir. Okay, der Clip steht. Das sieht gut aus.
Sniper hat gecarried. Oh, hat nicht gereicht. Mit Rook in die Offseason sieht auch gut aus. Ja, finde ich auch nice, dass ich wirklich... Also eigentlich hätte ich niemals gedacht, dass ich als Rook in die Offseason gehe, nachdem ich ja vom Rang eigentlich... Also ich bin ja auf Bischof 6 runter gewesen, wieder gestern. Auf gestern, glaube ich, war ich auf Bischof 6. Und da habe ich den ganzen Stream gestern, habe ich komplett geruled. Und habe jede Folge war ich mit irgendwie Top 3, ja, jede Folge, jede Runde. Und es waren irgendwie 5 Runden oder so. Und am Schluss bin ich wirklich die 4 Ränge wieder hochgekommen. Tipp hat geklappt, ja. Jetzt muss ich noch schaffen, mich anständig anzumelden. Anderweitig noch... Den Tree und auf jeden Fall auch mitnehmen, Mann. Ach, diese Pärchenparade nervt aber schon wieder anders. So, was muss ich noch schaffen? Hier reinzukommen. Sorry, dass ich immer das Ding offen lasse. Oh nö, er hat Storm Spirit 2 in Runde 6. Will er mir erzählen, er hat Storm Spirit 2 in Runde 6? What? Es ist nicht sein Ernst. Band. Muss ich mir ja keine Gedanken machen. Time for target practice. Enchanted, I'm sure. No grave for you. Ice is nice. Leute, unser Team ist gerade ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ich wünschte, ich hätte die Losing Streak behalten. Das Ding ist halt, wir haben jetzt die Hunter gelöscht. Das war unsere einzige gute Comp, außer die Elfen. Aber die Hunter sehe ich mich ja zukünftig nicht. Wir hatten Platzprobleme. Ich hätte die zwei Orks vielleicht auch löschen können, einfach. Fangen gut hier jetzt auch noch. Oh Gott, jetzt kommen wieder die Hunter. Okay, wir trennen uns von den Orks. Ich hoffe, wir spielen die Runde nicht zu viele Assassin. Eine Assassin-Runde wäre natürlich auch ganz chillig. Hier kein Assassin, kein Assassin, kein Assassin. Wie viele Leute Hunter spielen. Guckt euch seine Dinger an! Der bekommt ja easy in Level 3 aus Stormspirit die Runde zusammen. Hallo Mani! Moin Mani-san, hello! Gibt's die Runde Weaponsmith? Voll. Kein Weaponsmith. Okay, Avaron. Nice. Freut mich sehr. Wollt ihr ja nochmal? Ja doch. Direkt wieder nur Mimimi hier. Manchmal hat sich selbst Liebe gesendet. Ja, direkt wieder sich selbst Liebe senden hier, würde ich eher sagen. Nightcrawler. Prepare for poison. I may be faceless. Ich habe jetzt schon 6 Assassins für Runde 11 gleich. Ah doch, warte mal, hier ist es ja, ich Idiot. Ich wollte gerade schon wieder rumholen, dass ich mein Ding fertig gezogen habe. Hey, Zerschmetterling, hallo, hallo.
Ach Leute, ich habe heute auf entspannt schon die Rocket-Werbung. Ich habe die einfach mal Anfang vom Stream gemacht. Also wo ich die erstmal lief quasi die Zeit, so eine halbe Minute oder so, aber noch keiner. Dann habe ich direkt die Werbung reingeballert und da war einfach kein Schwein am Start. Aber gut, die ganzen Leute im VOD sehen es dafür dann dieses Mal. Oh Gott, Manisan bekommt an die Welt. Was Ginter hat zum Schmetterling geschenkt? Unser Schmetterling hat Weltmeister Ginter. Warte mal, die haben sich zurückgesendet. Tja, romantisch. 68% Leben ist es nicht so nice. Wir gehen greedy. Wir gehen greedy. Aus. Der Pango ist schon nett, aber trotzdem läuft es gerade insgesamt nicht so gut. Wir haben auch damit das gute Relikt zusammenbekommen mit Mecha. Trotzdem wäre es noch ganz nice, wenn wir nochmal irgendwas ziehen können, was uns weiterhilft. Also mal ein Level 2, also ein 2-Star Spirit Breaker, das ist immer nice. Ich weiß nicht, ob ich meine 6 Assassins haben wir jetzt gleich schon. Ob die uns alleine carryen können. Kein Dark Gear für die eine Rolle. Aber wie viel Rollen würde ich Family Discount sogar bevorzugen. Nice. King of the Desert. Ich eh nicht. Ja, ich denke auch ab 18 Uhr rankt man wieder. Würde ich auch jetzt mal schätzen. Bin da ganz beim Marnie-Song. Sind es die Assassins, auf die ich gehen will, schon so ob zu 1 ganz genau? Angulia, Viper, Zen King, Slark, Ricky, Spellbreaker. Doch, ich glaube, das sind die schon. Ich glaube, genau mit diesen Units hier werden wir das Game playen. Und dann noch ein Earth-Shucker irgendwann dazu. Um 6. Assassins Runde 11 und ich gewinne nicht. Komm, Spirit Bracker oder den hilft mir es auch. Okay, ich chill noch mal ein bisschen. Bis Runde 15 müssen wir was zusammenbekommen. Ich glaube, der Knight ist es wieder der Call, oder? Bei einer Knight spielt, also man könnte auch einen Troll Dismiss machen. Bei Knights werden eh schon ganz gut rausgenommen. Wizards wäre eine Option. Wenn wir einen billigen Dismiss machen wollen und wir gehen auf Sand King und Viper. Gibt bei Legendary Assassins ja. Aber ich weiß nicht, ob die mir was bringen, weil ich werde erstmal auf Level 3 Assassins jetzt gleich gehen. Quirok. Mach den Wizard Dismiss, Leute. Für Sandking und Vipers. Und für. Ich tue trotzdem einen Level 1er ausschließen mit Spellbreaker. Hab 6 Gold weniger verbraucht als bei einem. Anderen Dismiss. Mit anderen Dismiss meine ich den Night Dismiss. Aber jetzt habe ich natürlich nicht ganz, also habe ich natürlich schlechtere Chancen auf meine Slarks und auf meine Rikis. Aber in Slark könnte ich nachher im Zweifel austauschen am Schluss, falls er nur auf Level 2 kommt gegen Lechi irgendwann mal. Also eine Templar auf 2 noch am Ende reinballen wäre natürlich nice. Funktioniert Arkworn mit Manta, also kann man sich eine Armee von denen machen? Ja, das glaube ich nicht. Also du hättest schon eine Armee, du hättest ja dann 3 Stück von denen. Oh, warte mal. Warte mal, gut. Boah, das ist eine gute. Ne, warte mal, klar, der eine behält ja die Items. Der erste Verwandte behält ja die Items, der erste, der sich kopiert.
Und dann müsste der sich auch nochmal extra kopieren. Also, das ist doch eine gute Frage. Okay, ich wollte gerade so voll sagen, nö und hier und das, aber das ist echt eine gute Frage eigentlich. Mal gucken, ob die Viper das holt. Jetzt schon auch nicht Schaden geballert, dann tut er nochmal. Aber es geht keiner auf Assassins eigentlich. Ah doch, der Typ jetzt inzwischen ein bisschen. Wieso geht der inzwischen auf Assassins? Ah gut, der hat vorhin den Morphe schon gehabt. Er spielt einfach Assassins Hunter. Vicky steht hier noch irgendwo drin. Okay, wir haben jetzt aber von Runde 10 bis 14 kaum Schaden bekommen. Wir haben nicht jede Runde geholt, aber wir haben immer nur ganz wenig Schaden bekommen zwischenzeitlich. Hey Patrick, moin moin, viel zu kompliziert, sagst du. Ja, fühle ich auch irgendwie, verstehe ich den Punkt. Schon recht kompliziert. Aber gut, im Endeffekt, man muss ja nachher nicht genau wissen, wie es funktioniert. Man muss nur wissen, was man stellen muss, damit es stark ist. Das ist meine Philosophie wieder, ne? Ich muss nicht genau wissen, wie es funktioniert. Ich muss nur so stark wie möglich gestellt bekommen. Hallo Mille, moin moin. Servus, Mille. Das ist schon eine coole Unit. Irgendwie finde ich Slug einer der cooleren Assassins auf jeden Fall. Gefällt mir optisch halt nicht. Oh, er ist auch immer noch sehr nice. Seven King optisch auch komplett Schmutz. Angulier wieder ganz. Oh lol. Komm, gib mir ein paar Assassin Upgrades. Ich brauche jetzt gute Rolls, damit ich die Runde holen kann. Ach, come on, das spielt keine Sau Assassins außer mir. Ich muss ein, zwei Upgrades ziehen, auch wenn ich auf 0 gehe. Nightcrawler. Who needs lay? Dark Reef Rising. Das hat echt wehgetan. Aber Runde 10 ist nicht so unwichtig. Ja, das ist schon richtig, Mille, das ist besser. Das ist definitiv richtig. Da hast du vollkommen recht. Aber deswegen bin ich ja kein Wissenschaftler. Evasion oder HP? Ich will kein zweites Mecha bauen, also will ich nicht die Rüstung nehmen. Nightcrawler. Ich glaube, ich trenne mich nochmal von dem Earthshaker und nehme ihn ja später mit. Wenn ich jetzt gewinne die Runde. Evasion. Ist so für sich gesehen, glaube ich, das beste Item. Das ist der Typ, der schon alle Pandas auf Level 10 hat. Ey, Kor, danke für dein Follow und willkommen bei den Paulanern. Willkommen. Komm, auf seinem Feld hätte ich dich ja easy gemacht. Auf meinem Feld? Ah, nee, warte mal. Geht's auf meinem Feld auch nicht. Okay, dann ist mir so aber lieber. Da bekomme ich ein bisschen weniger Schaden. Oder wir gehen einfach nochmal ein Level und stellen ihn. Dann haben wir halt einen richtigen Tank. Also Earthshaker ist halt schon ein Big Upgrade auch. Aber ich glaube, ich will nochmal ein bisschen roam, damit ich nochmal ein bisschen... Also ich würde ihn, glaube ich, einfach auf der Bank jetzt noch gammeln lassen gerade. Das ist so eine schwierige Entscheidung. Jetzt komme ich auf 20 Gold damit wirklich. Außer ich hole eine Streak sowieso. Ich sehe das schon kommen, dass ich ihn nachher 10 Jahre nicht ziehen werde. Ich glaube, ich halte ihn.
Vielleicht ziehe ich auch nochmal einen anderen Shaker die nächsten ein, zwei Runden. Dann spare ich auch wieder 2 Gold für den zweiten allein schon. Goldschmold. Dann meinst du gesagt, verkaufen. Ich glaube, ich halte ihn wirklich. Weil, wenn ich gleich nachher nochmal Level abgehe auf Level 7. Level 3er dauern eh noch ewig, aber das ist eine Unit, die mir nochmal richtig nachher zeigt und mich ein paar Runden stärker macht. Level 3er Earth. Level 3er Größe Earth. Achso, ja, das auf jeden Fall. Aber ich kann ja beides auch machen. Hallo Marimocho, moin moin. Und wenn ich ihn halt mit dem Level Up reinschreibe, habe ich halt mehr Zeit, meine anderen Units hochzurollen. Ich glaube auch, ich werde einfach gleich reinleveln für. Ich habe Angst, dass ich Runde Ding auch verliere. Dann gerade mal Runde 15 habe ich gewonnen. Gewinne ich mit dem Team hier Runde 20? Ohne Earth? Hallo Rexy, servus. Ich will gerade, ob ich reinleveln muss und Earth stellen muss vor Runde 20. In Runde 21 würde ich eh reinleveln, um ihn mitspielen zu lassen. Ich denke schon, Assassins sind stark gegen Creeps. Ich weiß nicht, ich denke schon, reicht. Moin Schirmsam, hallo. Wie wir uns mit Hu und Hey abgewechselt haben, smooth. Slugs load die nieder, ja, Slug macht das. Okay. Ich hab so Déjà-vu, so zu so Momenten, wo das alle gemeint haben, ja, das ist easy mit denen und so und dann am Schluss nicht gereicht hat. Oh, jetzt reicht's, okay. Jetzt mache ich mir keine Sorgen. Jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr für Runde 20. I guess, das Relikt war okay, oder? Wir haben bestimmt 10, 15 Gold insgesamt gespart damit. Allein mit dem schon 2. Mit den Vipern haben wir übel Gold gespart. Dann ging mal mit ihm. Aber wir mussten halt einmal runterrollen für Runde 15. Die Runde 15 hat wehgetan. Ja, jetzt reicht's auf jeden Fall easy. Und mit den vielen Leveln einsam war ich mir gerade nicht sicher, aber jetzt ist es problemlos. Vielleicht war es davor auch problemlos, man weiß es nicht. Das ist natürlich auch nochmal schmackig. Dann roll ich vielleicht auch nochmal kurz ein bisschen. Um nochmal ein, zweimal von Family Discount zu profitieren. Vielleicht lohnt sich sogar unter 30 Gold zu rollen. Oder wir sagen jetzt, es reicht uns aus. Wir haben gut nochmal was gerollt. Nochmal stärker geworden. Wir können auch uns damit zufrieden geben. Geben wir uns zufrieden damit. Dann gehen wir danach Level, stellen ihn noch. Okay, wir geben uns nicht zufrieden. Okay, ich hätte mich einfach zufrieden geben sollen. Da kam bei 4 Rolls jetzt kein einziger mehr? Es hätte nur einer kommen müssen, damit es gelohnt hätte, damit es ausgeglichen gewesen wäre, weil es ein Gold gewesen wäre, was mir jetzt gleich fehlt. Es hätte nur eine einzige Unit kommen müssen und ich hätte 7 verschiedene, die hätte kommen können in 4 Rolls. Da spricht die Stimme der Vernunft aus, Paul. Ja, dir danke gehalten auf jeden Fall, auch die Stimme der Vernunft. Hätte mich auch gewundert, wenn du gespart hättest. Tut mir leid, Leute, Mann. Es tut mir ehrlich leid. Und damit sind wir wegverworfen. Die Stimme war zu leise. Ach man, Leute. Egal, das hat mich 1 Gold gekostet, bevor ich nichts hatte. Und halt die 8 Gold, die ich verrollt habe, nicht zu vergessen. Die hat es mich auch gekostet. Okay, Leute, wir gehen jetzt noch ein Level erstmal. Ich glaube halt echt, mit einem Hard Level Up könnte ich dem seine Streak holen. Wegen der Streak, Leute, ich hole die mir jetzt nächste Runde, wisst ihr, wie ich meine? Weiß nicht, ob wir Befehle mit Economy und Lost kommen. Ja, aber guck mal, für die Streak war es echt wert. Allein schon wegen meinem Relikt gehe ich fast Level 8 instant dadurch jetzt. Das war schon worth jetzt, gerade reinzugehen. Vielleicht auch so gereicht, bin ich mir nicht sicher, aber so bekommen wir auf jeden Fall fett Kohle und guck mal unser Level an. Trotzdem auf 31 wieder. Digga, 31er.
Alles richtig gemacht. Skill. Warte mal, du kannst gleich im Anschluss direkt wieder Economy reinhauen. King of the Desert. Im Anschluss zu Skill kannst du Economy reinballern. Hallo Efrin, moin moin. Moin Efrin. Jetzt bin ich enttäuscht, dass kein Economy-Befehl gerade kommt. Jetzt kommt er, nice. Ja, aber ich war lange nicht mehr gegen den Colombo dran, weißt du, wie ich meine? Wenn sonst keiner macht. Patrick, ich war lange gegen ihn nicht mehr dran. Ich hatte so ein Gefühl, dass jetzt so die Zeit kommen müsste, wo ich wieder gegen ihn spiele. Weil ich hatte irgendwie in Runde 9 die Chance schon, seine Streak zu holen. Nicht Runde 9. Irgendwann hatte ich die Chance schon gehabt. Da habe ich es nicht bekommen vor vielen, vielen Runden. Deswegen dachte ich mir so, ich glaube, ich habe jetzt ein Team, mit dem ich bis Runde 30, auch wenn ich weiterhin Upgrades und sowas gleich ziehe, relativ safe gewinnen kann. Ohne größeren Probleme. Ohne größere Probleme. Und deswegen kann ich Sin Reaper nochmal bis Runde 9 noch nutzen, meine Streak mitnehmen. Okay, Leute, vergisst einfach, was ich gesagt habe jemals. Hallo Maestro, moin moin. Dem getribbelt einfach, ja Mann. Mimi mache ich nie. Toll. Mimi mache ich nie. Es ist der besser als so eine Viper. Einzeln. So ein Invoker. Der kann schon was, I guess. Der ist auf jeden Fall glücklich. Oh, jetzt denn? Hier gegen Jan. Ich weiß gar nicht, was Invoker macht gegen Faceless. Weiß jemand, was Invoker gegen Faceless macht? Forge Spirit, das ist aber das Gute, oder? Ah, das sind die Teile. Ich weiß gar nicht, ob die so gut sind. Ja, ich glaube nicht. Ach komm, den geht's doch eh nicht down. Okay. Ich kann meine Streak auf jeden Fall halten dadurch. Oh, mir geht's auf jeden Fall auch gut. Danke, dass du mich gefragt hast. Ja, mal freue mich, dass du Homeoffice bist. Und gleich, wenn wir nur eine mitzockst, würde mich natürlich sehr freuen, wenn du am Start wärst gleich. Da ist die Margänge wieder mal unterwegs. Marimocho, Manisa, Maestro. True. Ach komm, weg mit dem Boy. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich noch stelle. Was stellt man denn jetzt noch rein, wenn ich. Welche Unit stelle ich noch rein, wenn ich jetzt meine Viper und so nachher, wenn ich die Assassins alle hochgezogen habe? Welche Unit stellt man hier dann noch auf Level 8? Patrick, wir sind eine eigene Gang mit. Die sind die Paar-Gang, okay. Ein Beast. Stimmt, man könnte auf ein LD noch gehen vielleicht. LD 3 ist nie ein Fehler. Oder wenn Monkey King sogar gut. Es ist echt stark, ja. Und mit Level 1 oder 3er oder Legis. Mit dem Test- und Bot-Account drin ist es auch bescheiden true, das haben wir ja auch noch. Das ist was anderes. Der typische Spruch, ja, das ist was anderes. Das zählt nicht. Come on, Boys, ihr müsst die Runde mir holen, bitte. Weiß nicht, ob wir auf 9 Assassins vielleicht noch gehen sollten, aber das ist halt auch wieder so eine Sache, die wir erst im Late fokussieren könnten, wenn dann. Ich level erst wieder, wenn ich Sand King und Viper hochgelevelt habe. Auf 3.
Ich mehr. It's good to be king. Das neue Relikt ausbildet schon ganz nice. Du meinst, das ist das mit den vielen Gegnern quasi. Ist interessant auf jeden Fall. Hallo Maxi, moin moin. Patrick hat sich einfach die ersten beiden Buchstaben vom Steamer gesnackt. Rexy hat Glück gehabt, stimmt, mit Reh gibt's nicht so viel. Reh gibt's, lol. Mit Reh gibt's. Hey Lukas, moin moin. Jetzt sind wir aber hier. Jetzt sind mir aber viele Mods langsam. Einer muss jetzt gehen von den Mods. Das geht so nicht. Und sagen alle wieder nur Mods in dem Chat. Ich hasse einfach Krieger, wenn du Assassin spielst. Hab die Viper räumt auf. Mann, Sand King, komm. Nice. Ehren. Assassins. Rises, I'll be waiting. Den gibt's ja auch noch, den Ball. Oh, das ist der LD. Trees are not so good with motion, you know. Ey, immer wenn ich dieses Stress-Roll mache, jedes Mal, wenn ich's mache, kommt dann gar nichts in dem ganzen Roll. Wieso ist denn das so? Ist dann irgendwie die Wahrscheinlichkeit geringer, wenn man hintereinander rollt auf gute Rolls? Dachte mir so, okay, ich habe drei Four-Stars, die ich upgraden könnte hier. Sieht eigentlich bei dem einen Typen aus, der schon extrem viele Pandas hatte. Gott, inzwischen ist wirklich einer, der komplett das gleiche spielt wie ich. Wieso ist der geswitcht von seinen Schmutzhuntern, Alter? Das verliere ich. Geht doch nicht. Nein, Patrick, das war nur ein Spaß. Bleib doch hier bitte. Jo, drop dann auch zwei Lootboxen und 20, 30 hätte auch zwei Reliktboxen. Ja, ja, ich weiß, Maestro, ich habe schon gespielt. Ich habe nur Runde 25. Runde 30 habe ich gewonnen damit, aber Runde 25 habe ich leider verloren damit. Nightcrawler. Immerhin. In green, I go. Ja, das Three Stars ist halt natürlich schlecht, wenn man auf Level 8 erst geht, aber das Relikt hat es so ergeben, leider. Jo, Maestro, ich finde das Update sehr nice. Auch, wir sind halt in der Unterzahl, generell, wenn Updates sind. Es gibt immer die alten Hasen, die das schlecht finden. Ich will ja keinen Namen jetzt nennen, aber ich finde die neuen Updates immer ganz cool. Weil du Root bist und deswegen keine Combo kopieren möchte. Ach, meine Combo kopieren möchte, ja, weiß ich nicht, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ach, verdank's, keine Ahnung, ist mir egal. Patrick. Wichtiges Auto-Chess, okay. Ich habe das Gefühl, Jan holt hier die Runde am Schluss. Das würde ich dem guten Jan durchaus zutrauen. Ich könnte die zu Not echt wieder löschen, wenn ich Platz brauche. Kam von Joggen, als der Stream losgeht und wollte dich nur als in Übungsunterhaltung ist braun. Dankeschön. Ursprünglich aber kommen wir nachher wieder. Ich. Harry Potter und oder König der Löwen Puzzle. Hä? Jung. Wir wollen keinen Namen nennen. Husten, Mille, Hust. Den Puzzle checke ich gerade nicht. Ich glaube, ich habe da irgendwas nicht mitbekommen. Und ich muss kurz Fenster öffnen. Hier wird schon wieder 50.000 Grad warm. Ich guess, wir könnten auch mal zusammen Puzzle machen im Stream einfach. Ich finde um einiges Harry Potter besser als König der Löwen.
Achso, ja, dann mach Harry Potter. King of the desert. Dog Reef. They'll never find your grave. Okay, ich trenne mich vom Beast-Gedanken und ich will nämlich alle anderen Units behalten und spiele einfach die Templer noch dazu. Also mit einem förmlichen Puzzle anfangen ohne Altersbeschränkung. Tja, 9 Assassins sind halt auch echt noch drin jetzt bei mir. Wenn ich problemlos machen, ein Level gehen, easy. Expect to see less of me. Ja, das will ich eigentlich nicht. Auch noch, Alter. Ich muss gerade meinen ganzen Spielplan über den Haufen werfen. Das Face ist Void im Roll sogar. Ach, das ärgert mich doch. Aber warte mal, ich mach's so. Den werde ich eh nicht hochziehen auf Level 9 in Spirit Breaker. Wir spielen also 9 Assassins, interessant. Zumindest 9 Assassins was ich halt wirklich ewig nicht mehr gespielt habe. 9 Assassins. Bei mich im Puzzle fühle ich auf jeden. Sturmlichtchronikenbuch fertig durch, ist ziemlich gut. Sturmlichtchronikenbuch. Bücher lesen. Das ist auch so eine Sache, ne? Das machen ja auch nur so Leute, die in irgendwelchen Streams auch Mods sind, dann. Ach man, ich bin so böse. Das habe ich gar nicht verdient. Hey Lukas, ihr geht raus. Danke für den 7. Monat, Leute. Pingolov in Chat für Lukas. Vielen, vielen Dank für den Support. Und hallo an White Shadow. Was geht? Servus. Ehre, vielen, vielen Dank. Jetzt sollten wir gucken, dass wir vernünftig irgendwie noch die Sachen hochziehen und am Schluss wäre noch die Option, einen Earthshaker zu stellen, aber den werde ich auch erstmal nicht mehr sammeln. Jetzt bin ich gerade inzwischen ganz froh, dass ich ihn nicht hochgezogen habe. Und ich will den Faces Void austauschen gleich gegen einen Morphling. Stimmt! Ah, lol! Du hast auf Tier 2 erhöht! Fett Ehre, danke! Vielen Dank, dass du auf Tier 2 jetzt unterstützt. Also, ich meine, alle meinen Beispielen. Nein, Spaß. Ehre, vielen, vielen Dank. Ich bin aber kein Mod. Stimmt. All Par 5 Sad. Warte mal, der heißt sogar Sad, oder? Nee, warte mal, wie heißt denn der traurige Emote? Hä? Wieso ging der nicht? Hä, wieso ging der nicht? Mir zeigt es ganz meine Idee an. Prime. Warte nur ab, bis mein Sub ausläuft. Okay, machen wir es so. Ich will nicht mehr ganz Gold kaputt hauen jetzt. Und ich sehe dir schon kommen, dass ich eh nicht alles zusammenbekomme. Versuchen wir mit den Legendaries und mit den 3-Stars was zu reißen. Ricky muss auf 2 reichen, sonst muss auf 2 reichen. Sobald einmal zum Prime auf Tier 2 geupgradet wird, KQW. Ja, das wäre nice. Das wäre richtig nice. Ja, ich bin halt der Meinung, die haben diesen Sub nur billiger gemacht, wie in den ganzen Primes, glaube ich. Ich glaube, damit spart Twitch einiges an Geld, dass die Primes halt weniger wert sind, quasi. Weil irgendwie 80% trotzdem, glaube ich, dass Subs noch oder so halt durch Primes wahrscheinlich zustande kommen insgesamt, gehe ich mal von aus. Ja, wobei vielleicht gibt es eine Statistik, die genau das Gegenteil widerlegt, aber gefühlt sind die meisten von Primes. Never. Okay. That was
Weniger als 20%, uiuiui, okay. Ich würde sagen 30% Prime Rest normal. Ja, bei mir ist halt mein Gedankengang, ich muss aber auch zugeben, bei meinem Gedankengang vielleicht mal ausgeschlossen, die gegifteten Subs, okay? Also klar, die gegifteten Subs sind krass, aber von dem, wo normal einfach abonnieren, glaube ich, also oder gefühlt, von dem, wo normal abonnieren, sind die meisten Primes. Ja, genau, das stimmt. Also mit den Geschenken-Subs bin ich bei euch, aber ich glaube, wenn man die Geschenken-Subs mal rauslässt, wenn man nur die, wo jemand normal quasi subbt, also die Leute, die normal subben, die keine Subs verschenken oder sowas, sondern nur die, wo halt normal ihren Sub immer da lassen, sind, glaube ich, die meisten Primes. Bubble? Sprachen lernen mit Bubble. Voll die interessante Runde, finde ich, Leute. Ich finde die echt interessant gerade. Meine Stunts gehen eigentlich durch von Sand King und so. Das ist natürlich mega nice. Okay, zum Glück ist gleich Runde 34, weil wir müssen echt stärker werden. Steck Werbung. Keine Partnerschaft mit Bubble, Leute. Das kann ich euch versprechen. Ich habe keine Partnerschaft mit Bubble. Ich glaube, ich will lieber übrigens die Ult schnellere auf ihr haben. Was ist denn Bubble? Ja, das, ich, wenn ich das jetzt so erkläre, Bubble ist, dann hört sich echt wirklich an wie Werbung. Ne, Bubble ist so ein Ding, da kannst du online Sprachen halt lernen. So eine Software. Im Puzzle ist Dumbledore. Immer drauf von Albus Dumbledore. Ist Edward Dumbledore der Bruder von Albus Dumbledore? Ich kann mir der Bruder von Albus Dumbledore heißt, aber wahrscheinlich ist es der Aberforth Dumbledore. Ja, okay. Und ich nämlich großen Harry Potter Fan, dass du das fragen musst, Kappa. Ja, ist aber echt so. Das ist echt traurig. Das ist aber eigentlich echt sad. Ich muss rollen, Leute. Auch wenn es jetzt auf 0 Gold, ich muss stärker werden. Okay, ich habe 3 Sachen, die ich upgraden kann. Wenn keins davon kommt, bin ich am Arsch. It's good to be king. Who needs legs when you get out of sight? Albus Dumbledore. Ich sehe Patrick und mich als Experten bei der Harry Potter Watch Party. Das sehe ich mich aber auch. Aber ich muss auch sagen, der Bruder von Dumbledore kommt in den Filmen ja fast gar nicht vor. Wahrscheinlich kommt er in den Büchern viel mehr vor, oder? Kommt der Bruder von Dumbledore in den Büchern viel mehr vor als in den Filmen? Könnte ich mir gut vorstellen, würde mich nicht überraschen. Max hat 150 Mal die Harry Potter Bücher gelesen. Also seine ganze Kindheit schon aus Harry Potter Büchern. Das haben mich nicht eigentlich, du bist niemals hochgelevelt. Wollte ich noch tauschen. Ach, come on, kann es nicht das Lark sein? Experten. Das müssen wir einen Harry Potter Quiz veranstalten. Das würde ich fühlen. Sowas würde ich schon solche Sachen mal fühlen, Leute, ohne Witz. So ein bisschen wie bei Peace mit so Quizzes und so, fände ich schon cool. Also ganz ehrlich, Mille, wenn du auf sowas mal Bock oder auch Patrick oder so, wenn ihr auf sowas mal Bock hättet, sowas zu. Also ich will, ich meine, es ist ja einmal auf eure Freizeit so ein bisschen. Ihr habt ja immer eine gewisse Anzahl an Freistunden, wo ihr quasi euch, wo ihr frei habt. Aber während der Mod-Arbeitszeit könnt ihr theoretisch, wenn ihr Bock habt, mal so ein Quiz zu machen oder so. Um mich dann zu befragen quasi in dem Stream, würde ich schon fühlen, so ein Quiz. Mach mal eins und wir helfen dir. Nee, ich will ja nur das Quiz machen, ich will ja die Arbeit damit nicht haben. Schon mal wieder neuen Assassins zu sehen, ich find's auch ganz cool gerade. Die Schlangen sind sogar einigermaßen gut, die kommen ganz gut durch. Ich habe auch inzwischen aber die Level 3er Upgrades ein paar. Worum geht's denn? Um Harry Potter oder Herr der Ringe Quiz oder sowas. Wobei ich in Harry Potter besser als in Herr der Ringe abschneiden würde, glaube ich.
Ja, okay, das ist ein Log. Das ist ein Log. Logbucheintrag. Null. Dann haben wir vielleicht den einen Carry, der uns nachher die Runde holen kann. Rexy guckt sich Annabers raus. Ich habe aber keinen, der sich bisher so gerade freiwillig meldet und anhört, als ob der richtig Bock drauf hätte, einen Harry Potter Quiz zu organisieren. das tut aber weh. Wurde der nochmal? Nee. Krass, dass wir gegen Jan so gut durchkommen, hätte ich nicht gedacht. Ich würde helfen. Wäre vielleicht wirklich eine Idee. Ja, solche Quizzes fände ich cool. Aber ich kann die natürlich nicht machen. Erstens, weil ich dafür nicht zuständig bin. Das liegt nicht in meinem Zuständigkeitsbereich. Das ist die erste Sache. Und zweitens kann ich ja beim Quiz dann gar nicht mitmachen. Also ich soll ja das Quiz später wahrscheinlich machen, gehe ich mal von aus. Und helfen ist, dass man nicht mitmachen kann. Ja, wie würden wir das denn machen? Wer wird das? Soll ich dann allein die Fragen beantworten? In dem Fall nicht. Oder tun mehrere, dann betteln sich im Quiz quasi. Ein Discord-Quiz mit Moderatoren, easy. Ja, das wäre möglich. Dann können Patrick, Mille auf jeden Fall mitmachen, Lukas oder so, wer halt Bock hat von den Mods. Manisan meldet sich im Discord niemals. Das wird niemals passieren, glaube ich. Jordan vielleicht, wenn er Bock hat. Ich weiß auch nicht, ob Jordan eine Ahnung von Harry Potter hat. Wenn ich gegen den gewinne, wäre das ein gutes Zeichen. Und wenn ihn irgendwie rauswerfen könnte, wäre das auch ein gutes Zeichen. Why not? Ja, du kannst gerne mitmachen, Mani. Guck mal, Mani wäre auch dabei. Ja, irgendeiner müsste Moderator halt machen. Mani einfach öfter im Discord als Paul. Ja, aber ich meinte so im Stream, meinte ich jetzt halt so. Also ich meinte jetzt halt auch im Stream dazu quasi. Gegen an Jan. Also ich war zum Beispiel mit Lukas und mit Mani, habe ich noch nie die Stimme gehört. Von Patrick, Mille und Jordan schon extrem oft. Also schon öfter ja, also oft auf jeden Fall. Also extrem auch übertrieben, aber schon oft auf jeden Fall. Von Mani, Sal und Lukas habe ich noch nie die Stimmchen gehört, das Zarte. Ja, Mille müsste Moderator machen. Du hast eh keine Ahnung von der Reporter, mach einfach Moderator. Hallo Murphy, moin moin. Servus Murphy. Ja, du hast mit extrem vielen schon gesprochen, stimmt. Ja, stimmt, mit Machar habe ich auch noch nie gelabert. Krank. Victory! Victory! One way follows another. Master of Beasts! Dog! Master of Beasts! Das ist eine gute Quop, oder? Nice. Ah, Leute, da habe ich richtig Bock drauf. Auf den Harry Potter Quiz habe ich ja richtig Bock. Oh, gut, dass wir den rausgeworfen haben. Ah, Leute, da habe ich echt Bock drauf. Ah, Leute, wenn ihr da was auf die Beine stellt, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Dann wäre ich auf jeden Fall am Start. Das fühle ich. Denkt ihr eigentlich, hat eine Chance gegen mich, der Kelp? Gib mir lieber Slark noch mal was.
habe ich für das Zeug eher aufs Lag. Die Evasion einmal noch für dich. Muss mal meinen Ricky anders aufstellen gleich. Guck mal sein Ember Spirit an. Wobei mein Ricky dürfte seinen Enigma rausnehmen, so wie er gerade steht, oder? Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass er seine Enigma rausnimmt. Die laufen doch alle relativ gut in die Seite hier rein. Boah, eigentlich steht der gerade richtig gut. Er wird hier noch einen Tauren Buff, ja. Das ist der Plan. Ich kann auch erstmal einen Beast Buff stellen. Mal gucken, ob ich so seinen Kottel auch mitnehmen kann. Mit dem Ding. Oh, aber er ist raus so sogar gerade. Aber er hat immer noch nicht geultet. Da war der Böse. Ja, ich glaube von Pete Smith das Quiz ist nicht so. Nicht so. Also wie ich gerade geschrien habe. Nicht so das Ding. Ich meine, ich hab zwar schon alles wieder vergessen. Von dem Pete Smith Quiz. Dass er seine Enigma nicht umstellt, macht mich irgendwie aggressiv. Oder mit Butze. Ich schicke eine Frage und alle schreiben mir die Antwort. Ja, so hätte ich auch gesagt. Ich will mal die PA angucken. Ich will gucken, am Schluss wissen, was meine PA für Items hatte für das YouTube-Thumbnail. Bei neuen Assassins auf YouTube ist auch mal wieder echt nice. Mit so einer richtig schönen PA, Alter. Mit Monkeys Kingbar und Guardian Grief. Das hätte ich niemals, dass wir die Runde am Schluss bekommen, hätte ich nicht gedacht. Und da haben wir auch eine Runde aus der Offseason für YouTube. Nice. Schöne 6er, 9er Assassins mit Tauren dazu. Das war eine schnieke Comp, Leute. Das war sehr, sehr schnieke. Wir haben momentan sehr viel Apex und wir haben sogar nochmal hier das hier mitgenommen. Die Donuts. GG.